Nach der Netzwerkaktion hier im Haus hat der Johannes von Alltagsglockmische herausgefordert und meinte, ich soll mich als nächstes mal an der Elektroinstallation wagen. Das kann ich toppen. Heute legen wir noch eine Schippe drauf. Ich werde eine Gasleitung verlegen. Bleibt dabei und schaut euch den nächsten Heimwerken in den USA-Vlog an. Hallo, meine Freunde der gepflegten Baumarktunterhaltung. Es ist wieder soweit. Ich habe ein kleines Projekt vor mir, was ich heute erledigen möchte. Und zwar dreht es sich um Folgendes. Ihr kennt ja bestimmt alle diese... Streaming ist ja das Topic dieser Zeit. Diese Soda-Streams hier. Und diese Gasflaschen hier, die werden einfach viel zu schnell leer. Und es ist auf Dauer einfach zu teuer, immer diese kleinen Dinger hier nachzukaufen oder nachfüllen zu lassen. Daher, oh yeah, brauchen wir hier mehr Power. Und zwar habe ich mir eine etwas größere Gasflasche besorgt, die ich jetzt an meinen kleinen Soda-Stream hier anschließen möchte. Inspiriert bin ich von dem deutschen Mitvlogger von der Westküste, Christoph. Ich lege links seinen Kanal mal hier irgendwo hin. Der hat vor ein oder zwei Folgen hat er genau das gleiche gemacht und hat seinen Soda-Stream zu seiner Gasflasche hier angeschlossen. Und ich mache das jetzt einfach mal nach. Aber es wäre kein Heimwerken, wenn wir nicht irgendwo ein Loch in die Wand hauen. Also zeige ich euch mal meinen kompletten Plan. So, kommt mal mit hier. So, guckt mal hier. Hier ist quasi unsere Minibar im Wohnzimmer und hier oben drauf steht immer der Soda-Stream. So, die Idee ist jetzt, ich kloppe hier ein Loch in die Wand und die Flasche hier, die soll nämlich hier in den Vorratsschrank. Kann man das Licht anmachen? Da soll die hin und dann lege ich einen Schlauch durch die Wand durch, da wo der Soda-Stream dann gleich steht. Also, Plan ist jetzt erstens, ich muss diese Flasche füllen lassen, weil die ist leer noch. Da gibt es ein paar Stores hier, die sind alle aber ziemlich weit weg, so 15, 20 Meilen. Das heißt, ich telefoniere mich jetzt mal von Store zu Store, ob die eine gefüllte Flasche vorrätig haben. Dann gehen wir in den Baumarkt, kaufen Zeug, um hier ein anständiges Loch in die Wand zu machen. Und dann bauen wir alles zusammen. Alles klar. See you then. Alright, bye bye. Perfekt. Direkt der erste Store, der auch noch am nächsten ist, hat eine da. Gut, dann jetzt mal on the road. Was müsst ihr wissen über New Windsor bzw. New Work? In New Windsor ist ein Flughafen. Soweit so unspektakulär. Aber das ist einer von den New York City Flughäfen. Und zwar war bis vor der Pandemie waren die drei New Yorker Flughäfen, also JFK, LaGuardia und Newark, die ja hauptsächlich den ganzen Flugverkehr abwickeln. Die waren an der Grenze der Belastung. Da konnte da also keiner mehr rein- oder rausfliegen, weil einfach alles dicht war. Und deshalb fingen die halt an, diesen Newburgh-Flughafen, das ist quasi das Frankfurt-Hahn von New York City, haben sie halt angefangen, den auf Vordermann zu bringen, damit der auch internationalen Verkehr abwickeln kann. Das ist normalerweise nur so ein kleiner Regionalflughafen hier. In 2017 fing es an, dass Norwegian mit einem
eingängigen Flugzeug, also Flugzeuge haben keine Gangschaltung, da geht es um den Gang in der Mitte, One-Aisle-Machines. Also mit kleinen Flugzeugen, der, ich glaube, 737 und 737 Max sollte es dann werden. Die fingen jedenfalls an, nach Newburgh zu fliegen, von Europa aus. Das war schon ein großes Hurra auf unserer Seite, weil erstens, der Flughafen ist hervorragend einfach zu erreichen von mir zu Hause, im Vergleich zu JFK und all den anderen großen in der Stadt. Und es war natürlich recht günstig, was Norwegian Air da angeboten hat. Leider bin ich nicht ein einziges Mal geflogen. Ich habe es immer rausgeschoben, bis dann letztendlich zum einen die Airline dann gemerkt hat, dass das doch nicht so rentabel ist. Dann sind denen die 737er weggebrochen, weil diese vom Himmel geholt wurden wegen den Abstürzen. Und dann kam letztendlich die Pandemie. Also ich glaube, jetzt brauchen sie den Flughafen auch nicht mehr als Ausweichflughafen, weil keine Kapazität mehr in New York City ist, weil das wird so schnell nicht wieder so werden, wie es noch vor einem Jahr war. Also die kommen vermutlich mit ihren drei Flughäfen, JFK, EWR und LGA, kommen die New Yorker jetzt eine Zeit lang mal wieder gut aus, um ihren ganzen Flugverkehr abzuwickeln. Also, aber ein anderer kleiner Lichtblick für New Windsor / Newburgh ist am Himmel. Und zwar baut unser Buchhändler aus Seattle in New Windsor ein großes Auslieferungslager hier fürs Hudson Valley. Mehrere hundert Arbeitsplätze, und sie wollen mal mindestens eine oder zwei ihrer eigenen Flugzeuge an dem Flughafen da stationieren. Also da kommen dann die ganzen Pakete aus der Luft an und werden dann über dieses Distributionscenter eben verteilt. Ja, das ist irgendwie so das einzig Bemerkenswerte, was mir zu Newburgh, New Windsor einfällt. Gut, ist ein Militärflughafen. Wir kommen jetzt hier an West Point vorbei. Hier, da steht es auf dem Schild. West Point, die Elite-Akademie der Armed Forces hier in Amerika. Sieht man zwar nichts außer den Schildern, aber man kann da auch reinfahren. Wir waren da letztes Jahr mal. Da waren im Sommer immer Konzerte hier von denen, ihren eigenen Militärbands. Die machen da Konzerte und da darf man da auch rein und hin und auch filmen und Fotos machen. Aber ich meine, dieses Jahr Pandemie. Alles am Arsch. Ja. Newburgh. Was gibt's da? Die haben eine kleine Brauerei. Wie jedes Kaff hier im Hudson Valley. Gibt's eine Microbrewery. Fällt mir sonst nichts zu ein zu dem Nest. Außer die Flughafengeschichte. Das wäre echt schön gewesen, wenn Norwegian da eine ordentliche preiswerte Europa-Verbindung aufgemacht hätte. Zuletzt haben sie versucht, wie heißt diese irische Fluglinie, nicht Ryanair, die andere, die auch schon hier rüberfliegt. Hier, Anne, helf mal, wie heißen die Kollegen aus Irland? Naja, jedenfalls hat der Flughafen um die gebuhlt und wollte, dass die Verbindungen anbieten nach Newburgh, aber das war noch zu der Zeit, als da Kapazitätsprobleme in der großen Stadt waren. Also ich glaube wirklich, dass der internationale Verkehrszug ist jetzt abgefahren für New Windsor, Newburgh. Wer sich über den Flughafen informieren will, der hat das Kürzel SWF, wie der alte Radiosender. Und ich glaube, da fliegt im Moment gar nichts. Also vielleicht, ich weiß nicht, also American Airlines will da nicht mehr hinfliegen, weil doch ein paar Urlaubsflieger, da sind ein paar Linien nach Florida haben die. Da ist auch so ein lokaler Billigflieger, Allegiant Air, der fliegt nach Florida und nach South Carolina, nach Myrtle Beach, haben wir auch schon gemacht. Aber da will man ja auch gerade nicht hin, weil die irgendwie auch so ein bisschen großes solches Problem haben. Was wir jetzt aber mal machen können, ist, ich bin hier auf dem Weg nach oben auf dem Berg und jetzt halte ich mal hier an. Da schauen wir mal runter ins Flusstal, weil das klart so ein bisschen auf und es sieht hier eigentlich ganz geil aus. Passt mal auf. So. Anhalten. Und dann nehme ich euch mal mit.
So, was natürlich nicht so geil ist, ist hier die schmeißen überall ihren Müll hin. Nur mal sehen. Habt ihr gesehen, da hinten gibt es sogar eine kleine Skipiste. Da ist der Skilift. Aber ich glaube, im letzten Jahr, da hatten wir ja kaum Winter hier, da war das Ding gar nicht in Betrieb. Wobei, die haben hier Schneekanonen. Die habe ich da auch schon operieren sehen. Ja, und ansonsten ist hier halt ziemlich viel Grünzeug im Weg. So, dass man nicht viel erkennen kann. Fucking Autos. So, und da hinten ist übrigens, da sieht man die Ausläufer von West Point, von dieser Akademie. Ich halte noch mal die Kamera hin. Naja, fahren wir mal weiter. Ich hab's gefunden. Wenn ich das Loch in die Wand haue, irgendwie so einen Plastikkragen da drauf machen. Gucken, ob ich da irgendwas Passendes finde hier. Sowas. Aber gut, der ist zu klein. Hier. Einfach nur, damit da nicht der ausgefledderte Rigips irgendwie zu sehen ist. Ne? Bohre ich halt ein Loch in die Wand. Steckt es rein und dann sieht es wenigstens noch was aus. Charlotte heißt das Stück Rohr. Aha. Das Handwerk ist beste Freundin, die Charlotte. Kost Charlotte. $1,44. Kannst es nicht für selber machen. Also zwei Schalotten. Eine kommt in die Pantry und die andere von außen. Jetzt brauche ich noch die Lochsäge, die mir ein schalottengroßes Loch in die Wand sägt. Gehen wir mal zur Hardware. Gang 15 sind die Lochsägen. 14, 15. Das kann ich auch. Das ist ja eine nur drin. Die gibt's auch, die kenne ich so zum Auseinandernehmen, wo man die verschiedenen Größen dann irgendwie. Out of my price range.
Also das Kit ist schon am günstigsten hier. Außer den Bohrer kann man nie genug haben. 2 1/8 Inch macht die Lochsäge. Ich muss wahrscheinlich mal einen anderen Kragen suchen. Gehen wir wieder zur Rohrabteilung. Macht ja nichts. Please remove your card. Thank you for shopping at the Home Depot. So, jetzt waren wir auch beim Home Depot. Wo ist denn mein Auto jetzt? Scheiße, Mann. Da. Und da war alles Scheißdreck. Ist auch cool, so ein Flugzeug, was wie ein Rasenmäher klingt, hä? Ja, der fliegt gerade hier die Kurve, um dann in Newburgh runterzugehen. Ist das eine Transall? Eine Transaldi? Hier ist jetzt nochmal der Plan und alle Zutaten. Einmal
haben wir inzwischen eine volle Flasche Kohlensäure und die kostet 21,41 für 5 Pfund. Wenn man sich überlegt, dass hier so eine kleine, hier, die kostet 15 Dollar für nicht mal 1 Pfund, glaube ich, hier, 410 Gramm. Also da haben wir schon mal ein bisschen Sparpotenzial gehoben. Dann gibt es ja hier den Schlauch. Der kommt mit dem Ende an die Flasche und damit an den SodaStream. Das ist das gleiche Gewinde wie hier oben auf der Flasche. Ja. Und dann führen wir diesen Schlauch durch die Wand durch. Und damit das ein bisschen ordentlich aussieht, habe ich hier so Stutzen gekauft. Die kommen in die Wand rein, bohr ich ein Loch rein, kommt der Stutzen rein. Damit, naja, wie gesagt, damit es ordentlich aussieht. Hier. Charlotte heißen sie. Können wir das sehen? Ist wohl der Hersteller. Ja, und dann gibt es noch hier für die Administratoren unter uns, wenn ich auf eine weit entfernte Schale drauf zugreifen will, und zwar sicher, dann nehme ich Putty und kann damit zum einen diese Kragen hier an der Wand fixieren und wie gesagt auch sicher auf eine entfernte Schale zugreifen. Okay, was brauchen wir noch? Ja, wie in der klassischen Küche. Hier, den kennen wir noch, den Studfinder. Damit checken wir gleich die Wand, damit ich da auch nirgendwo reinbohre. Pumpenzange, um das gleich festzudrehen. Hier haben wir ein neues Bohrerset. Schön. Guck mal, hier passt sogar zur Bohrmaschine, ne? Da. Ryobi. Also mit Bohrern aus einer gelben Kiste muss das einfach funktionieren. Da ist unsere Lochsäge. Und lange Rede, kein Sinn. Jetzt geht's los. Erstmal die Minibar aus dem Weg räumen. Damit ich auf der anderen Seite nicht ins Regal reinbohre. Ne? So sieht man den Trecklings besser. So, also von der Fußleiste 8 Inchen von der Fußleiste. Aha, finde den Fehler. Einmal mit Profis. So ist besser. So, 8 Inch haben wir gesagt, von der Fußleiste. Mal gucken hier. Okay, jetzt holen wir uns nochmal den Finder. Da ist ein Balken. Die designierte Bohrstelle, obwohl wäre eigentlich cooler, wenn ich weiter hier rüber gehe. Weil da ist ja direkt der Kühlschrank. So, hier bin ich safe. Mach ich jetzt einfach mal. Mehr Power. So. What the p***?
Beautiful Hole. Da ist der Balken. Sehr gut, und da wollen wir durch. So, und dann kommt jetzt hier die Charlotte. Die kommt jetzt hier rein. Ja, da brauchen wir ein bisschen Kit. Einen guten alten Putti. Let's put some Putti in. So. Und dann noch ein bisschen schön die Charlotte eingekittet. Guck mal, wie fein. Den Rest von der Farbe sollte ich auch noch haben. Ein chlorreiches Loch. Okay. Dann müssen wir das mal messen und von der anderen Seite rangehen. 13, 14 Inch bis in die Mitte. 8 Inch, 14 Inch. Okay. Seitenwechsel und dann Trikottausch. Okay, that worked well. So, meine Abmessungen haben gestimmt. Jetzt habe ich also ein Loch in der Wand, um von meiner Minibar-Getränkestation das CO2-Kabel in die Pantry zu ziehen, um dann hier meine Kohlensäureflasche zu lagern. Geil. So, und da hier keiner reinguckt, mache ich hier auch keine Charlotte hin. Mit diesem Kit ist auch, der fühlt sich so komisch an. So, jetzt erstmal staubsaugen. Nach Festung kaputt. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Mal gucken, ob die alte Scheiße auch funktioniert. So, ja, hier muss ich jetzt natürlich noch irgendwie ein Loch reinmachen, damit der Schlauch da durchkommt. So, ich habe mir meine Flasche mit frischem, eiskaltem Wasser abgefüllt hier und mache jetzt mal den Sprudeltest. Erstmal Flasche aufdrehen. Flasche ist auf. Es zischt nirgends. Spannung! Und? It works! So, das hat ja wunderbar funktioniert. Jetzt kann ich sprudeln wie ein Weltmeister. Die beiden Flaschen hier. Da sind auch jeweils noch $10 Pfand drauf, die kann ich jetzt einfach zurückgeben. Und damit habe ich im Prinzip schon die erste Ladung Kohlendioxid bezahlt mit den $20 hier. Bis sich das Ganze dann amortisiert hat, wird noch ein bisschen dauern, weil gezahlt habe ich jetzt einmal für die leere CO2-Flasche irgendwas um die $60. Und den Schlauch habe ich auf eBay für $30 oder so geschossen. So, das heißt, jetzt habe ich erstmal ein Investment von $90. Habe aber mindestens die fünffache Menge an Gas, ein bisschen mehr als von so einer Flasche. Das heißt, die kosten normalerweise auch nochmal 15. 5 mal 15 sind 75. Und 75, ja,
Also nach zwei großen Flaschen bin ich damit durch. Dann hat sich's amortisiert. So, und jetzt gucken wir mal, ob diese alte Scheiße auch schmeckt hier. Gut, der Birisborner Sprudel. Na, guck mal, da perlt es. Guck mal, wie schön das Blasen wirft. Wunderbar. Ich als alter Eifler, ich kann ja dieses Wasser nicht trinken, das überhaupt kein Leben drin hat. Ich brauche da einfach Bläschen und das ist, naja, es ist kein Birisborner Mineralwasser, aber immerhin, es blubbert und man kann schön rülpsen danach. Ja, okay, also an dieser Stelle nochmals ganz herzliche Grüße nach Vista, California zu Christoph Pütz, der mich letztendlich animiert hat, das Projekt hier zu machen. Und jetzt können wir wieder Soda streamen, ja. Das soll es dann auch gewesen sein für heute von Heimwerk Ken in der USA. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch den kleinen Ausblick auf Halloween aus dem Baumarkt und den Ausblick auf die Nordspitze von West Point im Hudson Valley. Als dann, bleibt gesund, bleibt mir treu und cheers. Manchmal ist Wasser ja auch ganz okay.